In diesem Video bespreche ich die Anwendung des pythagoreischen Lehrsatzes beim Viereck-Trapez. Die rechtwinkligen Teildreiecke, die wir dazu benötigen, werden hier gebildet mit den beiden Höhen, einmal links, einmal rechts, den Diagonalen E und F, E vom Eckpunkt A zum Eckpunkt C und die Diagonale F vom Eckpunkt B zum Eckpunkt D. Zusätzlich verwenden wir auch die Hilfsgrößen X links und Y rechts. Wir können insgesamt vier Teildreiecke unterscheiden, die wir alle besprechen werden. Erstes Teildreieck links, zweites rechts, drittes mit der Diagonale E und dann schlussendlich das vierte mit der Diagonale F. Wir beginnen mit dem ersten Teildreieck und stellen fest, wir haben gegeben drei Variablen, die Seite D, die Hilfsgröße X und die Höhe H. Gegenüber vom rechten Winkel befindet sich ja immer die Hypotenuse und das ist in diesem Fall D. Und daraus folgt D Quadrat, die Hypotenuse ist gleich die Summe der Quadrate der beiden Katheten, in diesem Fall X zum Quadrat plus H zum Quadrat. Das ist also die erste Grundformel, die wir hier anwenden. Wenn wir uns jetzt auf die drei Größen beziehen, die wir hier berechnen können, habe ich eben die zwei Katheten und die Hypotenuse. Wenn ich die Kathete x direkt berechnen will, dann ziehe ich die Wurzel aus den beiden anderen Größen, die wir haben. Das ist einmal die Hypotenuse, in diesem Fall die Seite d zum Quadrat, minus die andere Kathete, in diesem Fall h zum Quadrat. Nach dem ähnlichen Schema verläuft die Berechnung der anderen Kathete, die wir hier haben, die Hypotenuse zum Quadrat minus die andere Kathete. Das ist in diesem Fall x zum Quadrat. Und schlussendlich die Hypotenuse. Die Hypotenuse wird berechnet, indem wir die Summe der Katheten bilden und dann die Wurzel ziehen. Die beiden Katheten sind hier eben x Quadrat und h Quadrat. Damit hätten wir beim ersten Teildreieck alle drei Anwendungen definiert und kommen zum zweiten Teildreieck rechts außen. Auch hier haben wir natürlich wieder drei Variablen. Die Seite b gegenüber dem rechten Winkel, daraus folgt, b ist die Hypotenuse und die Summe der Kathetenquadrate werden gebildet hier aus h, aus der Höhe h, und aus der Hilfsvariable y. Das ist die Grundformel vom zweiten Teildreieck. Daraus ergeben sich drei Anwendungen. Die Kathete y wird berechnet direkt, indem wir die Wurzel ziehen und von der Hypotenuse von diesem Teildreieck, das ist b zum Quadrat, die andere Kathete h Quadrat abziehen. Gleiche Vorgangsweise bei der anderen Kathete. Wir ziehen von der Hypotenuse die andere Variable, in diesem Fall y, ab. Kommen wir noch zur Hypotenuse. Die Hypotenuse wird berechnet, indem wir die Summe der beiden Kathetenquadrate bilden. Das ist hier y und h zum Quadrat. Damit hätten wir alle Anwendungen des zweiten Teildreiecks abgeschlossen und kommen nun zum dritten Teildreieck, das gebildet wird durch einerseits die Hypotenuse e, die auch die Diagonale ist, die sich gegenüber vom rechten Winkel befindet. Darum lautet die Grundformel linke Seite Hypotenuse zum Quadrat, in diesem Fall e zum Quadrat, ist gleich rechte Seite, erste Kathete Höhe h. Und die zweite Seite müssen wir in eine Klammer setzen, weil wir ein Minus zwischen den beiden Variablen haben, a minus y, aber natürlich auch hoch 2. Das ist die Grundformel vom dritten Teildreieck. Daraus ergeben sich drei Anwendungen wieder. Die Hypotenuse berechne ich, indem ich die Wurzel ziehe und die beiden Katheten
quadriere. Das ist einmal h² und das ist zum zweiten die Klammer zum Quadrat. Wenn ich jetzt eine Kathete berechnen will, in diesem Fall zum Beispiel die Kathete h, dann ziehe ich die Wurzel aus der Hypotenuse, in diesem Fall die Diagonale, und ziehe die andere Variable ab, das ist hier die Klammer mit y hoch 2. Und ich quadriere das und schließe die Klammer. Die andere Kathete, die hier mit a minus y definiert ist, berechne ich, indem ich die Wurzel ziehe von, auch natürlich wieder von der Diagonale, also der Hypotenuse, und jetzt einfach die Höhe abziehe und so die gewünschte Seite erhalte. Damit haben wir auch beim dritten Teildreieck alle drei Anwendungen gebildet und kommen zum vierten Teildreieck. In diesem vierten Teildreieck, das sieht man bei der Skizze, berechnen wir vor allem die Diagonale f, die sich gegenüber dem rechten Winkel bildet, oder sich befindet gegenüber dem rechten Winkel, ist in diesem Fall die Hypotenuse, also f zum Quadrat. Die beiden Katheten sind hier h zum Quadrat und andererseits wieder eine Klammer, weil wir wieder ein Vorzeichen zwischen zwei Variablen haben, a minus x hoch 2. Das wäre also die Grundformel für das vierte Teildreieck, aus der sich drei Anwendungen wieder ergeben. Die Hypotenuse, das ist in diesem Fall die Diagonale f, berechne ich direkt, indem ich die Wurzel ziehe von den beiden Kathetenquadraten, das ist h² und a minus x zum Quadrat. Die Kathete h wiederum berechne ich, indem ich die Wurzel ziehe, indem ich von der Hypotenuse, das ist in diesem Fall f², die andere Kathete abziehe, das ist hier die Klammer a minus x zum Quadrat. Und schlussendlich die Kathete a minus x berechne ich, indem ich von der Diagonale f zum Quadrat die Höhe zum Quadrat abziehe. Damit hätten wir auch beim vierten Teildreieck, beim Trapez, alle drei Anwendungen gebildet. Weitere Übungen. Ein Merkblatt und ein Übungsblatt findet ihr auf meiner Homepage, die hier angegeben ist. Weitere Videos zu dem Thema Pythagoras und Vierecke auf der entsprechenden Playlist. Viel Spaß beim Üben und bis bald hier bei weiteren oder anderen Anwendungen.